Das Besondere an den Carmina Burana sind zunächst die altertümlichen Texte aus dem 12. Jahrhundert. Und das sind wunderbare lateinische Texte, an denen kann man schon Freude haben und sich da rein verlieben. Dann hat Karl Orff in genialer Weise so eine archaische Musik geschrieben, die zu dieser alten Atmosphäre passt. Aber er hat das natürlich gewürzt mit moderner Harmonik, sehr viele Nonen, wie es auch im Jazz gibt. Oder natürlich eine unheimlich zahlreiche Percussion-Gruppe. Es ist sehr viel Rhythmus, sehr viel Action. Die Elbphilharmonie ist ein ganz besonderer Konzertsaal. Ich finde schon die Architektur, schon von draußen und von drinnen ist aufsehenerregend, fantastisch. Und ich finde auch, es klingt schön, es ist sehr schön. Anders als in den klassischen Sälen wie in der Leishalle, Konzertrebau oder Wiener Musikvereinssaal, vorne zu musizieren und das Publikum ist hinten. Hier ist man vom ganzen Publikum umgeben. Es gibt Leute, die sehen mich von vorne, andere von hinten. Und das ist was Besonderes, mitten im Publikum zu sein und für sie Musik zu machen.